the power of the dark side, 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 side. Hat funktioniert. Kann man so mal gucken, wo der gelandet ist. Da ist schnell wie die Bombe. Ja. Lass mich jetzt die Jedi. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wow. Wow. Wie denn her? Ja. Könnten das die gewesen sein, die ich gepult habe? Nee, die kommen hier hinten aus der Schleuse raus. Auf einmal, keine Ahnung. Oh. Meinte ich ja, dass die da unten waren. Kann möglich sein, ich glaube es nicht. Egal. Hier rechts oder links? Rechts. Warte, den Roboter, zieh den zurück, den kannst du einzeln nehmen. Ja, geht. Der kommt nicht, oder? Der kommt nicht. Oh ne! Doch. Warte, 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 warte. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Wer ist? Impi. Du hast das mit einem gerecht, aber nicht zusammen. Aua. Ab, weil die dich betäubt, das ist ganz normal. Nicht direkt unter mir stehen, du musst ein Stück weg, weil sonst bleibst du an der Kante hängen. Meine Wut ist im Fall gestiegen. Captain Yelto an Meister Donna hier. Wir haben die feindliche Vorhut entdeckt. Sofort abfangen. Ich habe dich zweimal in die Grube geschubst. Ich habe dich zweimal rausgezogen. Wenn du willst, kann ich das im Bosskampf auf dich auch auf Abklingzeit machen und du kannst danach jedes Mal wieder reinchargen. Der Charge echt was? Ich weiß nicht, ob der, ich glaube schon, dass der auch Schaden macht.
Okay, welchen Heiler zuerst? Ist das nicht der Berühmte? Also ich weiß, dass die Rass im Jedi-Rat mit drin hockt auf dem Stuhl. Ja, das heißt doch noch lange nicht, dass der irgendwas Besonderes ist. Ich würde sagen, zuerst auf die linke Heilerin, dann auf die rechte. Alles klar. Ich versuche, die rechte zu wirbeln. Ihr kommt hier nicht vorbei. Ich bin ein Jedi und ich werde euch aufhalten. Ihr seid wirklich gut, aber die Macht steht mir zur Seite. Besiegt mich und 100 andere werden euch jagen. Besiegt mich und 100 andere werden euch jagen. Kollege, du wiederholst dich. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Ich hab neue Schuhe. Ui, ich hab einen neuen Rock. So langsam wird's unfair. Krieg schon ewig nichts Neues. Ich krieg schon ewig nichts Neues mehr, schon die letzten paar Aufnahmen nicht. An die Konsole. Alle ja, ja. Ja, muss wieder jeder. Hier spricht Captain Yelto. Dies ist eine Nachricht an die imperiale Entermannschaft. Ich gebe zu, dass wir zahlenmäßig unterlegen sind und keine Chance haben. Uns bleibt keine Fluchtmöglichkeit. Für eine Frau, die weiß, dass sie verloren hat, seid ihr viel zu zuversichtlich. Dieses Schiff wird von einem Typ 4 Hypermateria-Annihilator angetrieben. Ich lasse gerade die Sicherheitsmaßnahmen überbrücken und bereite ihn für eine Selbstzerstörung vor. In wenigen Minuten seid ihr nur noch Sternenstaub. Genau wie ich, mein Schiff und die Hälfte eurer Flotte. Das Ende ist nahe. Ui. Wir müssen hier beide Seiten machen. Das sieht man wegen den Konsolen. Da ist eine Sanitäterin. Da war eine Sanitäterin. Also ich habe die Konsole auf der anderen Seite kaputt gemacht. Wir könnten also weiter.
dir ist, wenn es mir nicht so wichtig ist, ne? Ja. Hier spricht Murph Fenrir. Wir verzeichnen einen starken Energieanstieg. Ihr müsst zur Brücke. Boss. Zwei Bosse. Nein, Airbus. Wir haben. Erst links den Schützen und die Sanitäterin. Alles klar. Dann den Beschützer und dann Lieutenant Minerus. Hier ist noch ein Gewehrschütze bei mir. Beton schnappt ihr dann raus. Oben in der Mitte. Vorsicht, du stehst in dem roten Kreis. Ja. Beton. Ja, ist doch schon. Ich hatte eben verbügelt. Der Typ hatte ja mal wieder gar nichts dabei. Diese Soldaten hier kommen auch ein bisschen spät. Ne, die kommen immer, wenn man diese Komplex aktiviert. Die sind ja quasi nur zur Gebietssicherung. Ui. Links ist fast, wenn du über das Ziel läuft, kannst du rummachen. Oh ne, er kommt her. Dann ist doch chilliger. Ganz ruhig, ist doch alles gut, wir kommen noch gut durch. Ich bin doch ruhig. Aha. Ja, ich hab mich nur gerade über den Mauspack aufgeregt. Wenn ich die rechte Maustaste nehme, schwappt das manchmal ein bisschen um. So, machen wir einmal die Runde. Genau. Fangen wir hier an. Du kriegst einer. Du kriegst einer. Alle findet ihr mich toll. Ja.
jetzt erst hier runter. Das ist die Bonus-Quest. Okay. Ich würde hier sagen, nur auf den Ingenieur gehen. Der in der Mitte, ne? Ja. Ja. Gut. Und versuchen, mit irgendwie zwischen den Generatoren zu stehen. Ich weiß gerade nicht. Ja, ich bin gerade zu so einer Säule gerannt. Die Säule hat wohl nicht viel gebracht. Ja, klar, ich glaube, wir müssen doch erst die Roboter. Zurück zum Medic Center, ne? Ich hab noch mit dem Leben verglichen und der Typ hatte einfach so viel weniger Leben. Mhm. Na ja, gut. Und jetzt kann es sein, dass die Kinder deswegen so wenig Leben hat, weil die Roboter dann einfach nochmal so einen drauf geben. Ja. Irgendwie ist der Server-Ping bei uns teilweise extrem hoch. Das ist Wahnsinn. Ich hab die A2 gar nicht auch. Nee, unten rechts siehst du es. Teilweise geht's hoch auf 110 Millisekunden. Geht das gar nicht. Du musst mit der Maus, musst du drüber gehen. Ah ja, hier steht's. Beim Typ in der Mitte steht es dabei, der Tod des Hauptingenieurs bewirkt, dass die modifizierten Angriffsdroiden in einen gefährlichen Selbstzerstörungsüberladung gehen. Also erst die Droiden, dann den Typ. Richtig. Dann erst den linken Droiden, würde ich sagen. Ja. Moment, ich markiere ihn, damit auch jeder, wenn die sich hin und her porten, wiederfindet. Yeah.
Kumpel, ey, ich komme her. Oh. Das kam ein bisschen. Ja, ich hab's selbst erst jetzt. Was waren das überhaupt? Die Reaktorkerne, die wir hier haben, die überladen. Und dann geben die einen Impuls ab. Viel drin. Ich habe einen neuen Ohrring. Schuhe, die besser sind. Irgendwie alle Schuhe, die ich krieg, haben Schnelligkeit minus. Kein Wunder, dass ihr immer schneller seid als ich. Beim Schnelligkeit hat nichts mit dem Laufen zu tun. Ja. Sondern? Schnelligkeit ist, wie schnell deine Zauber casten. Okay. Das hat aber nichts mit dem Laufen zu tun. Ich habe gerade eben nur irgendwas gefunden, dieses Sprinten. Dass ich da noch was klicken konnte. Jetzt scheint es zu gehen. Hattest du Sprinten die ganze Zeit nicht an? Nö. Das... Daran kann es tatsächlich gelegen haben. Aber jetzt bin ich ja mit euch eigentlich ziemlich gleich auf. Ich dachte, du hättest das an, ich hab's nicht gemerkt. Und nicht drauf geachtet. Du hast ja deine Augen auf deinem Bildschirm, nicht auf meinem. Siehst ja nicht, was ja, ich alles ausmache. Ich kann ja gucken, welche Buffs du hast, aber... Echt? Ja. Aber auf die Idee wäre ich eigentlich bisher auch gar nicht gekommen. Das war eben durch Zufall, weil der Truppe habe ich das Machttempo. Das Sprinten darunter. Also wenn es einmal aktiviert ist, das Sprinten soll es auch anbleiben. Oh, da vorne ist das letzte Com-Relais für noch mehr Zusatz-XP. Warte, er kann doch das Ding. Oder auch nicht. Doch. Wir hätten nur liegen bleiben müssen. Was ist das hier auf dem Boden? Wieso klingt das noch? Also nichts, was man mitnehmen kann oder so.
Rechts ist wieder eine Sanitäterin. Genau, die wieder zuerst. Ich hab grad keine Ahnung, auf wen mein Fokus ist. Genten. Ja. Den zuerst. Dann den anderen und dann am Schluss Commander Jorland. Weil medizinisch halt der andere Typ, die Sicherheitschef. Nee. Ja, wenn die Tussi, die medizinische Offizierin, wenn die ein Schild hat, dann müssen wir auf den Sicherheitschef Marseille gehen. Also der hier, der macht ein Schild. Aber wenn das Schild auf die Heilerin geht, müssen wir ihn angreifen. Jo. Für den Captain! Für die Republik! Kannst du auf den Jordan sonst mal ein bisschen einfach umfangen, geht das nebenbei? Wenn wir untergehen, dann nehmen wir euch mit uns. Wir haben beide ein bisschen Schaden. Ein paar Sekunden mehr und dieses Schiff zerstört sich selbst. Ihr werdet niemals gewinnen. Das Imperium ist dem Untergang geweiht. Oh, ich habe ein Lichtschwert gekriegt. Ich habe Rüstung bekommen. Ein Cape zurück. Diesmal in Schwarz. Was? MK2 Thermalhandschuhe. Da steht die Jedi. Ja. Seid ihr jetzt hochgerannt? Ja, im Moment, das ist kein Jedi. Nein, das ist nur der Raumschiff-Captain von diesem Schiff. Ist das nicht die, mit der wir eben telefoniert haben? Also, ja. Telefoniert. Wir haben mit ihr ein Holo-Gespräch geführt. Holofoniert. Holofonie. Oh, nee. So heißt meine Folge. Wir holofonieren mit dem Captain. Bereich gesichert. Schnappt euch die Techniker und deaktiviert den Selbstzerstörungsmechanismus. Seid verdammt! Alle von euch! Runter von meiner Brücke! Nein. Ist das eure Vorstellung von einem großen Sieg? Ein einzelnes Schiff mit der ganzen Flotte einzunehmen? Hey, Soldat! Sorgt dafür, dass ihr Ruhe gibt. Was ist mit dem Rest der Crew? Sollen die Entermannschaften mit den Hinrichtungen beginnen? Nein! Ja! Boah, hält uns nicht weiter. Crap. Sag den Männern, dass sie die Gefangenen fair behandeln sollen. Ich fordere einen Gefangenentransport an. Das Gute siegt. Erfolg an allen Fronten.
Wir führen die Gefangenen durch Kassel, damit sie den Ruhm des Imperiums bewundern können. Das wird sich in der Galaxis herumsprechen. Viel wichtiger ist, dass der Kreuzer uns gehört. Bereitet ihn für den Angriff auf die Fabrik und ihren Jedi-Meister vor. Gibt es mehr Informationen zu den feindlichen Verteidigungen? Wir laden diese Daten gerade vom Computer des Kreuzers herunter. Ich möchte euch in der Zwischenzeit gratulieren und vorschlagen, dass ihr zum Flaggschiff zurückkehrt. Darth Malgus möchte seinen Angriffstrupp sprechen. Thomas von da. Und ein Zahnrad. Das ist Festungsdekoration. Ja. Aktiviert. Toll. Wo müssen wir hin? Zum Ausgang. Was, den ganzen Weg zurück, den wir jetzt reingelaufen sind? Abkürzung. Hat er von euch eine gesehen? Ja. Kann man hier drin die Schnellreise anwenden? Ah, Benny. Diese Tür ist verschlossen. Dann nehme ich einfach die. Aber es war trotzdem interessant, durch das, dass wir die Roboter weggelassen haben. Nein, nicht mit dem. Da nehmen wir die Quest wieder an für die Ini. Hey, Thomas, was stand du für eingewandt an? Munition? Hab ich bekommen. Oh, bei mir ist schon wieder. Das ist dieselbe Brust, die bei mir dieses bauchfreie Ding ergibt. Ah, das ist ja wieder der Unterschied, männlich weiblich. Mir ist schon wieder das Interface weg. Morfenier, ihr habt erwähnt, dass Malgus mich sprechen will? Ja, während wir den republikanischen Kreuzer umrüsten. Ihr habt euch gut geschlagen, ihr alle. Wären wir im letzten Krieg ähnlich stark gewesen, wäre es nie zum Vertrag von Coruscant gekommen. Wir fühlen uns geehrt, mein Lord. Aber nun erwartet uns eine noch größere Herausforderung. Ich habe die Informationen vom republikanischen Schiff durchgesehen und die Natur der Fabrik ist mir nun klar. Also ich bin raus. Weiter? Ach scheiße, mein Inventar. Ja. Ja, einfach drücken. 1, 2 oder 3. Die Spezifikationen der Fabrik entsprechen denen von 3 weiteren geschichtlich erfassten Raumstationen. Jeder dieser legendären Raumstationen konnte Technologie in großen Mengen fertigen. Eine konnte Planeten umgestalten, eine andere hat ganze Raumflotten produziert. Die Sternenschmieden. Die Fabrik produziert endlose Armeen von Droiden, die dem Jedi-Meister der Fabrik gehorchen. Ein Mann, der durch die lange Gefangenschaft höchstwahrscheinlich wahnsinnig geworden ist. Ich habe eine Vermutung, wer der Jedi ist. Wenn dieser Mann die Armeen der Fabrik kontrolliert, müssen wir herausfinden, wie er denkt. Zu seiner besten Zeit war er ein mächtiger Krieger, General und gewiefter Stratege. Für manche eine Legende. Seine jetzige Verfassung kann ich nicht einschätzen. Morfenier, ihr dürft fortfahren. Die Fabrik ist in einen Asteroiden eingebettet, der von der republikanischen Flotte abgeschottet wird. Der von uns gekaperte Kreuzer sollte die Blockade ohne Probleme durchdringen können. Ihr werdet den Kreuzer direkt zur Fabrik fliegen und den Bodenangriff leiten, während unsere Schiffe aus dem Hyperraum kommen und die Flotte angreifen. Die Fabrik wird uns gehören und ihr werdet den Jedi-Meister ausschalten. Bislang habe ich euch freiwillig geholfen. Aber nehmen wir an, dass wir Erfolg haben. Was springt dabei für mich heraus? Abgesehen vom Ruhm. Die Früchte des Sieges, aber was viel wichtiger ist, die Treue und Anerkennung vieler Sith.
und des Militärs. Wir kämpfen nicht bloß um die Fabrik. Vielmehr wollen wir der Galaxis zeigen, dass das Imperium nicht aufzuhalten ist. Zum Ruhme der Sith und des Imperators. Joa. Wem müssen wir jetzt zurückkehren? Morph, irgendwas, ne? Nein, wir haben jetzt die Folgequest, um in die Fabrik zu gehen. Das ist dieser Morphinio. Ich denke mal, wir werden es herausfinden. Morph ist ein hoher Rang im Militär bei Star Wars. Wie es bei uns weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Mit Fauxi. Viechchen. Ciao, ciao. Und Betonente. Gute. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.